Tja, Kenners, 11. September, ne? 11. September, ich sitze im Hotel in Toulouse. Und wenn es einen Tag gibt im Jahr, an dem ich so ein kleines bisschen so einen verbalen Belag auf der Zunge habe, dann ist es echt der 11. September. Der 11. September 2001 war der Tag, der mich wirklich vollständig verändert hat. Aber von wirklich von Grund auf. Ich habe 9/11 drei meiner besten Freunde in den Twin Towers verloren. Ich habe am 12. September morgens auf N24 gesehen, dass der Drahtzieher der deutschen Terrorzelle Mohammed Atta war. Mit Mohammed Atta habe ich in meinem Hauptjob in der Werkzeugausgabe in der Spätschicht gesessen und Tee getrunken. Wir haben uns unterhalten und ich habe mich davor und danach nie wieder in jemanden dermaßen geirrt. In dem Moment, wo ich das gesehen habe, bin ich irgendwie in Autopilot gegangen. Ich war eigentlich nur noch Passagier meiner selbst. Ich bin an den Wandschrank gegangen. In diesem Wandschrank hatte ich mein gesamtes Outdoor-Equipment. Ich habe den größtmöglichen Rucksack rausgeholt und habe angefangen zu packen. Ich bin irgendwann wieder zu mir gekommen, als ich in der Küche am Esstisch gesessen habe und mein Jagdmesser geschliffen habe. Und da wurde der Entschluss gefasst, was auch immer du jetzt tust, ab jetzt nur noch mit Plan. Und so war es dann letzten Endes auch. Das war auch der Startschuss, dass ich mir zwei weitere Sprachen drauf geschafft habe. Zum 1. Oktober bin ich in Toulouse auf Vertrag angefangen. Bin ein paar Tage vorher hin, um mir Häuser und Wohnungen anzugucken. Und am 21. September in Toulouse gab es eine Explosion, aber eine gewaltige Explosion. Ich habe das eine also noch nicht ganz verdaut und hatte das nächste an der Hacke. Von einer Halde von 100 Tonnen Ammoniumnitrat waren 33 detoniert und haben entsprechenden Schaden in einem Stadtteil angerichtet, wo ich ein paar Wochen vorher auf Dienstreise noch gelaufen bin und mich auf einen Marathon vorbereitet habe, auf einen Hanse-Marathon. Und dann kommst du in diesen Stadtteil und ich kenne Dresden 43 wirklich nur aus der Geschichte. Und es sah original aus wie Dresden 43. Ich war dann da in der Einsatzstelle und bedingt durch meine verschiedenen Schaden bin ich derjenige gewesen mit der höchsten medizinischen, nicht ärztlichen Qualifikation. Wenn ich also weiß, was geht und wie es geht, dann ist es Massenanfall Verletzter. Was ich noch weiß, wie es geht, ist, wie man Verbände improvisiert. Uns ist nämlich bei also über Stadtgebiet 11.000 Patienten irgendwann stumpf das Material ausgegangen. Nein, es ist nicht halb so witzig, wie es klingt. Der September 2001 war auch einer der Startschüsse für zwei Bücher, die ich geschrieben habe. Das mit der psychischen Erste Hilfe, das kennen die meisten von euch schon. Das, was ich aber auch geschrieben habe, ist die Notfallcheckliste. Und die hat genau da noch nicht ihren Ursprung. Viele neue jährliche Sicherheitsunterweisungen von Arbeitgebern geben ihren Mitarbeitern Tipps an die Hand, wie sie sich aus Ärger weitgehend raushalten, irgendwelche Demonstrationen, wie sie sich unauffällig verhalten sollen. Es fällt von Zeit zu Zeit auch der Begriff Grayman-Prinzip. Was aber keine dieser Sicherheitsanweisungen oder Sicherheitsunterweisungen dieser jährlichen den Leuten an die Hand gibt, ist, was mache ich, wenn ich mittendrin statt nur dabei bin? Und das Problem ist, dass wir mit der gemeinen Erste Hilfe, wie wir sie aus Führerscheinen kennen oder für den betrieblichen Ersthelfer, in der Regel keinen Blumenpott gewinnen. Denn diese Erste Hilfe setzt da auf, dass du ein Kit hast, nach deutscher Industrienorm, also entweder für PKWs bzw. für Kraftfahrzeuge oder einen DIN-Verbandkasten für betriebliche Ersthelfer. Nur wenn es tatsächlich drauf ankommt, mal die Hände hoch. Wer hat denn wirklich Erste-Hilfe-Material dabei? Seht ihr? Und dieses Erste-Hilfe-Material
was wir in den Verbandkästen haben, hat sich in den letzten 30 Jahren gravierend geändert. Das Dreiecktuch beispielsweise, mit dem früher das Abbinden ausgebildet wurde, vor über 30 Jahren, ja, es wurde ausgebildet. Damit kriegt ihr gar keine Abbindung mehr hin, weil bevor ihr damit abgebunden kriegt, reißt der Stoff. Weil inzwischen ist es ein Viskosevlies. Früher war es Baumwolle. Warum gehe ich wohl bei meinen Erste-Hilfe-Kits und packe da grundsätzlich Dreiecktücher aus Baumwolle rein? Das mache ich zum einen, weil ich es kann, ja klar, und zum anderen, weil es dringend notwendig ist, aus meiner Sicht. Was ist in der Notfall-Checkliste so drin, statt nur dabei? In der Notfall-Checkliste geht es um Vorbereitung. Wie ihr euch geistig auf Ausnahmesituationen vorbereitet. Doch, das geht. Das ist übrigens etwas, und das sind auch Techniken, die zum Beispiel von den Navy SEALs, vom KSK, von der GSG 9 und von vielen, vielen anderen ballistisch-knitterfreien Einheiten genutzt werden. Wir können aus dem militärischen Bereich überhaupt sehr, sehr viel lernen, wenn gerade wir Ziviletten von Zeit zu Zeit einfach mal die Klappe halten und zuhören würden. Ein weiterer Punkt ist, dass man sich mit entsprechendem Material vorbereitet. Umgang mit Tourniquets, Umgang mit Traumabandagen, gegebenenfalls mit einer komprimierten Gase. Das Ding ist, dass wenn ihr euch sowas in der Art zulegt, dass das mit dem Zulegen alleine nicht getan ist. Das wäre zu einfach. Es geht bei der Nummer mit den Traumabandagen etc. pp. Darum, dass ihr das so lange übt, bis ihr es nicht mehr falsch machen könnt. Und jetzt überlegt mal bitte ganz locker einen kleinen Moment, wie lange hat es gedauert, bis ihr das erste Mal unfallfrei eure Schuhe selber zugebunden gekriegt habt. Und dann kommt ihr so langsam in die richtige Richtung. Dieses Buch gibt euch aber auch Tipps und Tricks an die Hand, wie ihr gegebenenfalls bestimmtes Material improvisieren könnt. Ja, jetzt wird es wieder den einen oder anderen aufstrahlen. Nein, den aber nicht! Doch, das geht. Das muss man aber können, wollen und üben. Wenn man zum Beispiel eine Abbindung improvisiert mit einem Dreiecktuch und einem Knebel, muss man dazu wissen, wenn man das Ding nicht fest genug zuknebelt, das gilt übrigens auch für das richtige Tourniquet, wenn ihr es nicht fest genug zuknebelt, wird euer Patient sogar noch schneller Druck entsaften, denn das Einzige, was ihr in dem Fall stoppt, ist der venöse Blutfluss. Das hat aber den ganz blöden Haken, dass auf der Arterie, auf der arteriellen Seite des Atlantiks, hätte ich bald gesagt, dass ihr da noch erheblich mehr Druck habt. Das heißt, ihr werdet nicht drum rumkommen, das Ding wirklich festzuballern. Das ist einer der größten Anfängerfehler, dass das Ding nicht fest genug angezogen wird. Das gilt sowohl für die improvisierten als auch für die richtigen Tourniquets. Deswegen aus meiner Sicht üben, solange bis ihr es nicht mehr falsch machen könnt. Bis euer Körper eine Art Muskelgedächtnis dazu aufbaut, könnt ihr davon ausgehen, gehen bummelige 700 Wiederholungen ins Land. Und diese 700 Wiederholungen im Grunde eigentlich auch nur, wenn die alle wirklich gut gelaufen sind, weil sonst eignet ihr euch irgendwelchen Scheiß an. Was gibt die Notfallcheckliste euch noch an die Hand? Die Notfallcheckliste gibt euch noch an die Hand, wie ihr, wenn ihr mittendrin steht, nur dabei, ein wenig für Ordnung, Ruhe und vor allem für Struktur sorgen könnt. Das ist nämlich genau das, was nach einer Großschadenslage oder während einer Großschadenslage die Leute am schnellsten ins Krankenhaus bringt und von den Leuten die Heilungschancen um ein Vielfaches erhöht. Da ist zum Beispiel grob beschrieben, dass ihr euch organisieren sollt. Je größer die Schadenslage, verlasst euch drauf. Es werden sich immer 3-4 Leute finden, die medizinischen Hintergrund haben. Tut euch zusammen, ihr könnt die Welt nicht alleine retten. Das wird nichts. Das erwartet auch gar keiner. Es wird grob beschrieben, wie ihr eine Triage durchführt. Es sind bestimmt Punkte dabei, die manchen Leuten nicht passen werden. Aber ich betone nochmal, wenn ich irgendwas kann, dann ist es Massenanfall verletzt. Und wenn ich irgendetwas weiß, dann weiß ich, wie es geht. Und vor allem weiß ich, wie es nicht geht. Das Buch, von dem ich die ganze Zeit fasel, seht ihr hier jetzt nochmal. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Passt auf euch auf.